Hallo und willkommen zurück zur Baldur's Gate 2 Enhanced Edition. Ich habe mal nachgeschaut wegen der Stories von Rikonia und Yahira. Beide haben jetzt keine großartigen Schritte mehr in der Story, die irgendwas beeinflussen könnte. Das heißt, ich könnte eigentlich beide raushauen und würde nichts großartig verlieren. Allerdings, wenn ich Vikonia jetzt raushaue, würde sich der Ruf auf 18 katapultieren. Das hätte wiederum zur Folge, dass ich nur noch einen Rufpunkt davon entfernt bin, Edwin oder Korgan aus der Gruppe zu verlieren. Was wiederum heißt, ich darf keine guten Taten mehr erledigen. Und das passiert leider bei den meisten Quests relativ automatisch. Das heißt, es ist ein ganz gefährliches Unterfangen. Daher wäre es vielleicht besser, Yahira aus der Gruppe zu werfen. Allerdings muss man da auch wieder sagen, wenn ich jetzt Vikonia aus der Gruppe werfe, könnte ich damit ganz schnell sogar erreichen, dass ich den Ruf auf 18 habe und ganz schnell mal einkaufen gehen kann mit dem Geld. Das, was ich brauche. Da ist aber wieder das Problem, das Geld wird trotzdem nicht reichen. Das heißt, ich hätte wieder, müsste eigentlich noch mehr sparen vorher. Und wenn ich mehr spare, wird mein Ruf auch besser. Das heißt, ich werde das sein lassen. Ich werde Yahira raushauen. Vielleicht später nochmal aufnehmen, aber ich denke eher nicht. Und werde dafür den Slot eben nehmen für Charaktere, die wechselhaft sind. Und ich muss trotzdem jetzt insgesamt versuchen, den Ruf, ich sag mal, ein bisschen schwanken zu lassen unter der 19. Dass er wirklich unter 19 bleibt. Sobald er auf 19 springt, würden Edwin und Korgan mindestens, wenn nicht sogar Vikonia auch, die Gruppe verlassen und auch nicht mehr wieder aufnehmbar sein, so wie ich das verstanden habe. Ich weiß nicht, ob es in der Enhanced Edition noch genauso wie im Original Baldur's Gate 2 ist, aber in Original Baldur's Gate 2 soll es wohl so gewesen sein. So, sie ist ja relativ egal und da ich gerade nur sonst Edwin habe als Magier, würde ich sie auch in der Gruppe behalten wollen, damit ich einen zweiten Magier habe. Du müsstest auch bald leveln, ich wollte gerade sagen. Gut, die anderen leveln jetzt noch nicht so schnell. Also würde ich vermutlich Yahira raushauen, habe ich mir jetzt doch so überlegt. Auch wenn sie eine wäre, die eben gute Sachen tragen kann, weil sie noch nebenbei Krieger ist, Kämpfer ist neben Druiden. Aber da könnte man hier eine andere Person in die Gruppe mit aufnehmen. Das heißt, das würde ich aber erst dann machen, wenn es soweit ist. Wenn ich auf diese Person treffe, muss ich vorher das Equip dann wechseln, ist klar. Aber das werdet ihr dann sehen. Wir hatten beim letzten Mal hier den Tagesstern oder wie das Ding heißt, dieses Schwert erobert, was eigentlich nur für mich sinnvoll ist, um den Effekt Sonnenstrahl zu nutzen, um Untote mal instant zu vernichten oder zusätzlichen AOE-Schaden zu machen um meinen Krieger herum. Wenn er mal mit normalen Waffen, eben wie letztes Mal der Fall war, nicht mehr gegen den Gegner Schaden machen kann, sag ich mal. Oder mit magischen Waffen. So. Dich lasse ich so lange hier vorne in oberster Position mit dem Schwert ausgerüstet, bis wir wirklich mal wieder in Story-Mode kommen, wo wir dann Kämpfe bestreiten müssen. Hier haben wir aber jetzt alles abgeschlossen, hatten glaube ich auch übernachtet. Ich schaue nochmal nach, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Also sieht so aus, als wären alle Zauber da. Ja, alle Zauber da. Du konntest noch keine Level 6 Zauber, ne? Ja, ist richtig. So, das heißt, ich würde vielleicht sogar bei dir ein paar Zauber lernen wollen, aber nur solche, die ich auch öfter mal mehr als einmal finde, sag ich mal. So. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal raus. Wir haben das Quest für Handelstreff gekriegt, aber ich würde vorher das eine letzte große Quest hier in der Stadt erledigen, wo wir, wie gesagt, auch einen neuen Charakter aufnehmen in die Gruppe. Und zwar beginnt das auch im Brückenviertel. Oder wir könnten es auch dort anfangen, wo wir letztens in der Kanalisation waren. Allerdings können wir es auch mal im Brückenviertel anfangen. Ja, ich denke, wir fangen es hier an. Ja, ihr habt ja mitgekriegt, wir waren ja schon einige Gegenden hier abgelaufen, aber ich bin mit Absicht immer ein bestimmtes Gebäude habe es umlaufen. Oder eigentlich mehrere Gebäude, weil ein anderes oder zwei andere auch noch ein bisschen gefährlich für mich sind. Bauer, Bauer. Jetzt muss ich gleich nochmal gucken. Hatten wir eigentlich jetzt noch andere Quests offen? Handelstreff ist klar. Windsperrhügel. Diebesgilde. Ah, hier werden wir dann rausfinden. 8. Tag, 10. Stunde, das heißt 13. Tag. Und Jagd auf Valdegar Cortala ist in den Umarhügeln, ja. Windsperrhügel, Umarhügel.
Das sind die drei großen Gebiete, die dort teilweise noch andere Gebiete nach sich ziehen, die jeweils ein großes Quest haben, was manchmal noch andere Quests nach sich zieht. Also eigentlich große Questgebiete, wo ich dann als nächstes eben in den nach Handelstreff reisen würde. Wir machen jetzt aber mal hier hingehen. Hier ist sogar die Tür offen, das ist schön. Gut, bisher will noch keiner mit mir reden. Ich mache mal kurz Pause, damit ich hier sehe, wer hier ist. Jerry Amundhaus. Rodger Feuerhammer. Gast. Gast. Fürst Stärk. Gast. Bell. Und Samuel Donnerberg. Achso, das ist dann die Tochter oder die Frau oder keine Ahnung. Wir haben gutes Charisma, das heißt, wir könnten mal schauen, damit wir hier reden können. Fangen wir mal an mit dem Fürsten hier. My time is quick, so be brief, Commoner. Ich habe versucht, in das Theater zu gehen, das es hier im Keller gibt, aber es ist so staubig und trostlos. Und dann noch diese fürchterlich melodramatischen Stücke. Ja, das passiert. Wollen wir mit den beiden reden? Könnte sein, dass wir kämpfen müssen. Mal schauen. Why Moradin's Hammer? Grog. Ne, sieht noch nicht so aus. Ich weiß, was ihr denkt. Halblinge sind doch allesamt nur ein Haufen Diebe, richtig? Nun trampelt nur weiter auf mir herum, Rübel. So, hier hinten war noch jemand, oder? Ja. Oh, it's a fine day for meeting new friends. Nehmt Platz, wenn ihr mögt. Ich muss noch drei Kunden bedienen, bevor ich mich euch zuwenden kann. Was say, you have nothing better to do? Raus hier! Raus! Raus aus meiner Küche! Reicht es nicht, dass Uda schon den ganzen Tag lang das Essen von kleinen Halblingsfingern in Sicherheit bringen muss? Ja. Hier ist noch Belle. Die hat ein Schwert, das heißt, die kann damit umgehen, hoffentlich. Vermutlich. Hello there. Ich habe meine Kampffähigkeiten an Bord der Schiffe an der Schwertküste. Die an der Schwertküste fahren, vervollkommnet. Viele Piraten sind meiner Klinge zum Opfer gefallen, okay? Aber keiner sagt irgendwas Interessantes. Hello, my good smiling friends. Er grinst die ganze Zeit scheinbar. Hallo, meine lieben vergnügten Freunde. Hier in den fünf Krügen kriegt ihr stets ein fröhliches Lächeln und jedes Getränk, das ihr in Verrühen angeboten wird. Ihr müsst doch etwas gehört haben. Eine Freundin von mir wurde von den verhüllten Magiern gefangen. Wisst ihr, wo sie die gefangen halten, festhalten? Wisst ihr, ich hörte mal vor langer Zeit, dass die verhüllten Magier einen Trupp Gonda-Ingenieure angehört haben, um ein Gefängnis zu bauen, das auch magisch Begabte aufnehmen kann. Aber es lag nicht in der Stadt, kann ich mich erinnern. Lasst mich nachdenken. Es war während meiner Abenteurerzeit und ich versuchte gerade, die Lage einer bestimmten Grabstätte ausfindig zu machen. Ja, ich glaube, es war irgendwo auf den Lantern. Für euch die Pirateninseln, nehme ich an. Aber ich vermute, das hilft euch herzlich wenig. Aber auch wenn ihr es wüsstet, wie in Aborins Namen wollt ihr dorthin kommen? Die verhüllten Magier nehmen einen Eindringling nicht so einfach hin. Tut mir leid um euren Freund, meine Fürstin. Vielleicht, wenn das ein Gefängnis für Magier ist, vielleicht sollten wir uns alle festnehmen lassen. Das wäre doch eine Idee. Dann würden sie uns doch hinbringen, aber dann kommen wir auch nicht raus. Dann haben wir wahrscheinlich auch nichts gekonnt. Aber es ist irgendwo auf einer Insel. Das heißt, deswegen wird wahrscheinlich die Diebesgilde bzw. die andere Vampirgilde uns helfen können, weil das viel Geld kostet, da Leute hinzukriegen, die uns dann hinschippern wollen oder so. So. Jetzt wollte ich mal wegen den Getränken fragen. Es ist so wahr, also es geht jetzt um die Getränke, dass die ja wirklich alle haben. Es ist so wahr, wie ich sage. Ich habe sie vielleicht nicht alle auf dem Regal stehen. Die Nachfrage nach tomischem Bier zum Beispiel ist nicht groß. Aber ich wette mit euch um das Fell meiner Füße, dass ich sie im Keller habe. Gut, ihr habt mein Interesse geweckt. Was habt ihr? Aber sicher, schaut nur mal auf die Regale. Wir haben tierischen Brandy, sembischen Met, teskanisches Dunkelbier, sogar etwas Zwergengrog, wenn euch das mehr reizt. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, werft mal einen Blick auf das Theater die Treppe runter. Man sagt, die Vorstellungen seien hervorragend. Ich fange an zu schwatzen. Ich sollte euch die Karte bringen. Gut, also wir haben gehört, da unten gibt es ein Theater. Hier könnte man auch übernachten, sieht man ja. Hier kann man was saufen, aber es ist nicht so viel Auswahl, wie ich gedacht habe, wenn er so groß anpreist, das Ganze. Wir können ja trotzdem mal kurz was trinken. Hier, Korgan, du bist ein Zwerg, du magst bestimmt irgendwas trinken. Hier, nimm mal den.
Ein Cutler wird von einem Rat der Sechs beherrscht. Ihre Identität ist geheim, sodass niemand weiß, wen man bestechen könnte. Da der Rat im Moment nicht einberufen ist, regiert der Vizekonsul die Stadt. Aha. Ja gut, das sind Informationen, da kann man vielleicht irgendwas rausziehen für seine Sachen, die man da machen will. Aber ja, genaue Informationen muss man da jetzt nicht unbedingt haben. Die kriegt man auch so, glaube ich. So, wir wollten ja nur mal schauen, was er so hat. Und wir haben gehört, unten gibt es ein... Oh, hier geht's auch noch oben. Da will ich mal kurz gucken. Weiß ich gar nicht mehr, was da war. You must gather your party before venturing forth. Oh. Ups. Hier gibt es also... Tell me you were of the winged folk. Sie redet jetzt mit der Eri. Ihr gehört also zum geflügelten Volk? I don't know what you're after, Drell. Just stay away from me. Sie hat Angst. Aber ihr habt eure Flügel verloren und seid nun eine Gefallene. Was für eine Tragödie. Vielleicht wollt ihr euch ja mir in den Tiefen anschließen. Ich könnte euch in den Wegen der dunklen Göttin unterweisen. Geht weg von mir, Vikonia. Ich möchte nichts mit den Wesen eurer Art zu tun haben und ihr bringt mich nicht dazu, dorthin runterzugehen. Aber ich... Aber das ist eine andere Geschichte. So, hier könnten wir jetzt dadurch ausrauben. Vielleicht kriegen wir dadurch den Ruf ein bisschen verschlechtert. Allgemein könnte man das mal machen. Einfach den Ruf schlechter machen, indem man sich beim Rauben oder Klauen erwischen lässt. Das sind Kulissen für... Kulissen für die Theaterstücke. Wir haben ja von dem Theater gehört. Hier gibt's was zu holen. Dann gehe ich mal gucken. Falle gibt's wohl nicht. Oh, hier ist ja jemand. Ist das ein Dieb? Gar nicht gesehen. Jetzt können wir wieder ruhig schlafen, wo diese Geschichte endlich vorbei ist. Was meint der? Haben die da irgendwas falsch programmiert? Müsste ich nicht erst das Quest erledigen, bevor er sowas zu mir sagen sollte? Habe ich da was falsch verstanden? Gast und schlafende Frau. Das ist ein nettes Plätzchen hier, nicht wahr? Ich liebe Tavernen, in denen etwas geboten wird und neben ihm schläft eine Frau. Na klasse. So. Gehen wir hier nach Fallen suchen. Be quick with it. Best be paid well for this. Das ist unser Zeug. Da könnte ja eigentlich der Zwerg schon mal durchsuchen gehen. Das wird wohl nicht verschlossen sein. Allgemein sind hier wohl keine Fallen vorhanden. Aber irgendwo kommt mir das. Dieses Gebäude hier doch noch bekannt vor. Ich weiß nur nicht woher. Ob man dann später hier nochmal isst oder trinkt. Isst oder trinkt. Sich aufhält oder ob das irgendwo anders ist, dass im anderen Quest nochmal das Ganze, die Kulisse verwendet wird. So. Das Schloss hat er auch geöffnet. Hat sie. Hier ist der Erzias. Ist hier noch ein Schloss? Da ist noch ein Schloss. Und Korgan geht dort durchsuchen. Keiner hat was gesagt, okay. Bark on later, I'll split your gut open. Nix. Wenn ich erwischt werde, ist das nicht so wild. Ich muss nur halt rausgehen, weil böse werden Leute und so. Das will man ja nicht. Also, man will die ja nicht töten. Aber ich habe nicht mal Ruf verloren. Na gut. Egal. Haben wir ein bisschen Gerülle gekriegt. Hier wegpacken. Kann man wieder mal verkaufen irgendwann. Irgendwo, irgendwie. Falsche Reihenfolge, ich weiß. Und hier geht's dann zum Theater. So ein Affentheater. Ne, dich kannte ich noch nicht, aber du bist nur ein Gast. Okay, das ist egal. Einen schönen Abend, werte Dame. Die Schauspielertruppe beginnt gleich mit ihrer nächsten Vorstellung. Wenn ihr vielleicht interessiert seid, wir bitten euch, 5 Goldmünzen als Beitrag für die Eintrittskarte zu bezahlen. Aber das ist kein Muss. Würdet ihr dann also gerne eine Eintrittskarte kaufen, werte Dame? Na gut, dann will ich mir das Stück ansehen. Höchst großzügig, werte Dame. Geht nur ins Theater, sobald ihr Lust dazu habt. Zeigt eure Eintrittskarte einfach einem der Saaldiener. Stalldiener. Saaldiener, hier. Vielen Dank, werte Dame. Bitte geht hinein. Ich hoffe, dass euch das Stück gefällt.
Oh, your lover has abandoned thee, sweet Lunesia. You have only one option left. Turnest thou to me, and let us be wed at last. No, Kirinaldo, I cannot. Oh, Rodrigo, Rodrigo, my fair love, where hast thou gone? Here I am. Here I am, my, sweetums. Yes, Rodrigo, Rodrigo, it is thee at long last. But where have... I've been, across the sea, my fair one. Yes, that's it. Across the sea, and, Say, that's not the actor they had last time. And perhaps on the new lands, my lord? Sie muss ihm schon helfen. Man merkt, dass das nur eine Aushilfe ist. Yes, that's it. On the new lands. Yes, Where's the actor that was here last time? This is terrible! Awful! But is it Rodrigo? No, no. How can this be? Well, you should be, so... confused? It is confused, right? Das ist doch verwirrt, oder? Baffled! Baffled! Baffled, yes. Well, you should look so baffled, my lord. Kirinaldo, 'twas you who... Oh, terrible. Get him off the stage. Runter mit ihm, genau. Der stottert nur noch. In the way... Er stottert nur noch. Arranged for me to be shipped across the sea. What's that? yes, you are correct, Rodrigo. 'Twas I that arranged for thy trip across the great ocean. 'Twas truly fiendish of me. But how did thy ever come to return so quickly? I'm just the understudy. Bin dann nur die Zweitbesetzung. Biff, der Ersatzmann. Ich weigere mich, das anzuschauen. I agree. Boo! 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 Boo, that's awful! Ach, jetzt habe ich zu schnell geklickt. Oh, weia. Und ja. Gut, jetzt werden die alle den Saal verlassen, oder? I am sorry, good folk of the audience. As you can see, things are not quite right with our troop due to circumstances beyond our control. Na, und ich hätte mir noch gleich gedacht, dass hier etwas nach Sticks stinkt. Da freue ich mich aber, dass mein Geruchssinn mich nicht im Stich gelassen hat. Ha, gut, dass ich nicht dafür bezahlt habe, das hier zu sehen. Ich bitte euch, gute Menschen, kommt zurück einen Tag, wenn wir die Sache wieder zurückgebracht haben. Wir werden euch dann zeigen, dass die Sigil-Truppe eurer Aufmerksamkeit und Coin ist. Und wir werden das für frei tun, natürlich. Natürlich. Und eine letzte, odd request, gute Volk. If you or another knows of those who are skilled in the arts of sword and adventure, do send them to speak to me. It is a matter of utmost urgency. Also, sie fragt nach Abenteurern, und das sind wir ja wohl. Tell them to come and speak to I. Rael is shy. Until then, I apologize again and bid you a fair evening. Gut, also brauchen die Hilfe eines Abenteurers oder einer Abenteurergruppe, die wir hier sind. Sag mal, wollt ihr euch hier den ganzen Tag aufhalten? Gut, dann gehen wir mal hinter und fragen nach. Melden uns beim Namen und sagen, hier, wir sind die Richtigen für euch. Ich kann jetzt nicht speichern. Ach so, wahrscheinlich sind noch irgendwo Leute, die noch rumlaufen oder so. Jetzt kann ich speichern.